So, der dritte Teil, der wird jetzt ganz kurz und schmerzlos vielleicht. Ihr habt hoffentlich den zweiten Teil gesehen, wo ich am Ende davon, wenn nicht, ist egal. doch, ist schon wichtig. Und der erste Teil ist auch wichtig. Es ging halt darum, dass ich mich in dieser Erfahrung so unendlich und unsterblich gefühlt habe, dass ich mein Leben hätte hingeben können und ich nicht gelitten hätte oder Schmerzen gehabt hätte, weil ich die Verbindung ja mit allem hatte und gefühlt habe, dass meine Inkarnation hier nur ein kleiner Teil ist über meine Seele und alles unsterblich ist und dass es nichts ausmacht, wenn ich diesen Körper verliere. Und ich war so entspannt und hoch verbunden mit allem, ja, dass es mir nichts ausgemacht hätte und vom Gefühl her, was ich da hatte, kein Leid gehabt hätte, wenn ich jetzt getötet, auseinandergenommen worden wäre. Und da hatte ich dieses Aha-Erlebnis. Und zwar hatte eine Freundin mir mal geschrieben, die als sie jugendlich unterwegs war, auf Reisen und eine Schlachtung miterlebt hat von einem Schaf, glaube ich, wo, ne, das so geschächtet wurde und vorher mit dem Schaf gesprochen worden ist und das Schaf nicht irgendwie festgehalten werden musste, nicht Angst hatte oder so, sondern es ganz ruhig, ohne Schmerz, ohne Aufschrei, sich der ganzen Sache hingegeben hat und halt sein Leben geopfert hat. Und ich hatte schon oft gehört von Leuten, die sehr mit Tieren auch verbunden sind, die gesagt haben, oder die Aborigines haben das, die sagen, dass Tiere zu ihnen kommen und sich halt quasi opfern, dem Menschen hingeben, dass er sie ist und ne, sie werden ein Teil von ihm und so weiter. Ist ja auch was sehr Intimes irgendwo. Und ich hatte das immer gelesen und dachte, ja, da kommt ein Tier vorbei und die sagen sich dann, ja, guck mal, das wollte sich uns opfern, so. Na, ich hatte es öfter auch schon gehört von anderen Leuten, wo jemand, der gesagt hat, dass die Hühner haben und dass dann mal ein Huhn zu ihnen wirklich kommt und sie das Gefühl haben, ne, wie so, möchtest du geschlachtet werden? Ist das jetzt deine Zeit zu Ende für dich? Und das Huhn das halt bejaht und die das dann auch mit dem Huhn machen und das Huhn das halt auch alles bereit für dich mitmacht und sich nicht dagegen wehrt oder Angst zeigt oder irgendwas. Und ich habe das halt immer gehört und so wie viele Dinge, die man erstmal nur hört, okay, ja, kann sein. Aber ich habe es noch nicht selbst erfahren oder live miterlebt. Ich kann es nicht hundertprozentig unterschreiben, dass es so ist. Und diese Erfahrung, auch wenn ich jetzt nicht umgebracht worden wäre, dann hätte ich euch davon ja nicht erzählen können. Aber einfach, dass ich dieses Gefühl in dieser Intensität hatte, hat mir diese Bestätigung dafür gegeben, dass es das auf jeden Fall gibt. Ja, man kann töten aus Liebe oder in Liebe. Und es ist etwas sehr, kann man Heiliges sagen? Es ist etwas sehr. Ja, doch, Heiliges, ne? So einfach. Dafür braucht es eine sehr tiefe Verbindung und halt Zeit, diese Verbindung aufzubauen. Und ich verstehe halt den ursprünglichen Gedanken des Halals, habe ich verstanden, ja? Wenn du das Tier vorher betäubst und es dann umbringst, dann kann es sich in seinem Tod halt gar nicht mehr dir hingeben und opfern und diesen Prozess empfinden und genießen. Und deswegen wird es nicht vorher betäubt. Aber wenn du vorher mit dem Tier nicht sprichst und die Verbindung nicht aufbaust und die einfach der Reihe nach abschächtest, dann ist es einfach mal das aller Gegenteil davon, das Schlimmste, was du tun kannst. Und deswegen bin ich auf diesen Satz gekommen, alle Gewalt entsteht durch Getrenntsein. Wenn die Verbindung da ist, dann spürst du, dann ja, dann ist es halt was anderes, dann ist es nichts Schlimmes oder Schlechtes, weil in der Verbundenheit es einfach schön ist und du den anderen genauso fühlst und das Allumfassende siehst und verstehst und dich darin einfach auflösen kannst, während im Getrenntsein ja, du dich halt nicht all verbunden, sondern allein fühlst und dann ist es, erfährst du halt Angst und Schmerz. Ja, das fand ich, wie gesagt, halt sehr, sehr spannend.
Ich habe halt verstanden, was ursprünglich mal mit Halal gemeint war, dass es aber damit heute überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und aber wie es halt aussehen kann, und damit komme ich auf Permakultur halt auch wieder. Bei den Pflanzen ist es ja nicht anders, ja. Wenn wir von den Pflanzen Blatt abnehmen oder Frucht oder sonst was, alles, das ist auch alles lebendig, da gibt es auch genug Untersuchungen von, ne, mit Lügendetektoren und so weiter, die ausgeschlagen haben, je nachdem, mit welcher Intention man auf die Pflanze zugegangen ist und so weiter. Da gibt es spannende Bücher, ich schreibe die mal in die Videobeschreibung. Und das ist ja auch das, was du fühlen kannst, wenn du es einfach erntest, das Gemüse, Blätter, Grünzeug, und es einfach so halt aberntest, ohne mit der Pflanze vorher in Verbindung zu gehen, dann ist es genauso Gewalt. Dann kannst du es halt nur noch gut machen, wenn du es halt im Nachhinein irgendwo halt weißt und dankst und sowas wie ein Gebet drüber sprichst. Oh, der Akku ist leer. Na gut, dann die letzten Worte halt ohne mein Bild. Deswegen habe ich gelernt, dann einfach was Permakultur ist. Du bist in Verbindung mit allem. Und wenn du mit allem verbunden bist und spürst, ja, einmal denke ich, musst gar nicht mehr so viel essen, weil dir fehlt. Nicht so, dass du die ganze Zeit einen Mangel hättest, den du beheben müsstest und dich füttern müsstest. Ich glaube, so wie Anastasia halt auch, dir reicht der tolle ätherische Blütenduft und ja, einfach die gute Luft zu atmen, die du da hast, in so einem schönen Paradies, und die Freude an der Schöpfung. Ja, ich denke, das ist einfach das, was ich halt übertragen konnte, dass es einfach darauf ankommt, was das Allerwichtigste ist, was auch die Mary Bauermeister in meinem Interview gesagt hat, wo ich sie gefragt habe, so wie fange ich jetzt mit dem Garten an und so weiter, was würdest du da machen, irgendwelche tollen Pyramiden aufstellen oder hier so, was ja jetzt so ein bisschen bekannt oder berühmt ist, so Cloudbuster oder Orgoniten und so weiter. Und sie sagt einfach, weil sie hat das ganze Zeug ja auch, sie sagt einfach, nee, das Allerwichtigste und das Erste ist es. Zunächst mal mit jedem Teil dieses Gartens in Einheit zu kommen, mit jedem Pflänzchen, mit jedem Unkraut, mit jedem sogenannten Unkraut, mit jedem Tierchen. Erstmal überhaupt diese Seele wieder aufmachen in die Kommunikation. Wir kommunizieren mit unseren Büchern, mit unseren Maschinen, mit unseren Handys, aber die Kommunikation mit der Natur, mit dem Morgen, mit den Vögeln, die haben wir verloren. Und da erstmal wieder in Kontakt kommen. Also in Kontakt auch, und das geht auch über den eigenen Körper, wir sind ja Teil der Natur. Mit jedem Wesen, jeder Tier, jeder Pflanze in Kontakt und in Verbindung zu gehen. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist das, was ich halt auch noch lernen und tun muss. Und jedes Mal, wenn ich auch mein Urin wieder an die Pflanzen gebe, ist nicht einfach so dahin zu schütten, sage ich mal, sondern es wirklich einfach in Verbindung zu geben und zu fühlen, dass man gerade dem anderen was gibt. Und das habe ich wirklich bei dem BDSM-Seminar so gut lernen können und fühlen können. Jeden Moment, jeden kleinen Augenblick, jeden Zwischenschritt zu fühlen und bewusst wahrzunehmen. Ne? Wie ich das erzählt habe in dieser Übung mit dem Schlag, nicht einfach nur, es gibt nur quasi das Ausholen und den Schlag, sondern es gibt dazwischen noch ganz, 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 ganz viele Stufen und Gefühle, die ja, und Dinge, die da gespürt werden können. Und da geht es einfach rum, reinzufühlen und ja, einfach im Jetzt, im Augenblick zu sein und diese Verbindung zu spüren und alles geben und nehmen auch zu spüren. Und dann fühlt es sich ganz, ganz, ganz anders an. Dann ist es halt sehr bewusst und sehr liebevoll. Ja, einfach liebevoll. Weil du da bist mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Energie. Ja, das ist das, was ich sagen will. Also im Endeffekt, Leute, wenn ihr Permakultur und Co. macht, hier bringt nichts mit den Pflanzen zu reden, hier nach dem Motto, hey du, aber nächstes Jahr gibst du ordentlich Ertrag ab, sonst säge ich dich ab. Ne? Oder so. Das ist nicht die richtige Art und Weise, sondern einfach da zu sein
in Liebe bedingungslos zu geben. Und dann kannst du auch in Liebe wieder nehmen, weil die Pflanze so mit dir verbunden ist, dass sie dir gerne auch wieder gibt. Aber das fühlst du dann. Das kann man schwer so sagen. Das musst du einfach fühlen. So, ich hoffe, euch hat das Ganze irgendwo in Gedanken weitergeholfen und na, vor allem halt, dass es in der Praxis auch umsetzt und fühlt. Darum geht es mir eigentlich nur. Ich glaube, das war das, was ich irgendwo erfahren und mitnehmen sollte und weswegen ich überhaupt diese komische Sache mit dem BDSM auf meinem Kanal angefangen habe. Das ist der Hintergrund dazu. Ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst, wie ihr das Ganze seht, was euch das gegeben hat und ja, herzlichen Dank dafür und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit in Liebe mit allem verbunden. Tschüss!